Der Hammer der Blitze. Wir brauchen Urkrafthandschuhe und einen Gürtel der Frostriesenstärke. Ja. Gürtel der Trägheitssperre. Gürtel der Wucht. Gürtel der Zähigkeit. Das hier müsste nur ein Gürtel der der Hügelriesenstärke sein. Ja, und handschuhmäßig hast du gar nichts an. Du hast Heilungshandschuhe. Du gar nichts. Du hast Geschicklichkeitshandschuhe. Also uns fehlen noch die Ogerkrafthandschuhe und der Gürtel der Hügelriesenstärke. Ja. Das heißt, leg das gute Stück schon mal an. EDW3. Wow. Ja, ETW minus 3. 2W4 plus 3. ETW minus 3. 1W6 plus 4. Also du machst im besten Fall 10. Plus die ganzen Zusatzteile. Und du machst im besten Fall 11. Ich glaube, ich behalte ihn mal eine Weile. Ich habe Talisa ja eh eigentlich mehr auf Hammer geskillt. Jo, Kriegshammer hat sie noch 5 Punkte, Flegel nur 4. Deswegen hat sie auch diesen übelsten ETW. Mit dem hat sie auch einen ETW von 3. Aber okay. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Dadurch haben wir jetzt das zweite Stück von dieser Waffe. Ich habe ganz vergessen, dass es den hier gibt. Ich wusste, es gab irgendwas Wichtiges, weswegen ich den Schinder Dungeon nicht auslassen wollte. Also man sieht, er ist nicht groß, er ist schwer. Anspruchsvoll, sagen wir mal. Aber ja, wir haben ihn geschafft. Ihr müsst eure Gruppe erst. Das heißt, wir können das auch hinter uns lassen. Wenn es das ist, was ihr wollt. Da sind wir damals hoch in den Magierturm rein. So, das heißt, wir machen jetzt noch die Gruft fertig und bringen das Ihr müsst eure Spinnenteil Gruppe erst sammeln, zu der anderen zurück. Das kriegen wir in den 10 Minuten sicherlich noch hin. Euer Wunsch ist mein Begehr. So, hier wollen wir raus. Dum-di-dum-di-dum. Das heißt, damit sind wir auch hier im Tempelbezirk in der Kanalisation endgültig fertig. Der Friedhof. Gruft fertig machen, Spinnenteil abgeben. Keine große Herausforderung. Das müsste sogar gleich die Gruft hier sein. Hoffe ich doch mal, dass es das hier nach unten führt. Nein, tut's nicht. Dann war es die da hinten. Was möchtet ihr? Genau, die pyramidenförmigen, die führen ja in diese Pharaonengräber. Na gut, die sehen nicht ganz pyramidenförmig aus. Die da eigentlich auch nicht, nur die hier, aber. Ja, komm, rein da. Erzählt mir mehr davon. Das heißt, wir gucken uns noch in der Gruft im letzten Winkel um. Hier ist alles soweit gut. Da oben kommen wir noch nicht lang. Den Spinnenkokon machen wir dann zum Schluss und dann gehen wir hier raus. Dann haben wir nämlich hier alles aufgedeckt. Hier sieht man noch einen Teil, wo wir rein könnten. Das ist wahrscheinlich unser Bereich, in den wir hätten reingehen können, aber wenn wir uns mit Bodhi verbündet hätten. Keine große Herausforderung. Warum ist die Tür eigentlich geschlossen? Habe ich die aus Versehen geschlossen, ohne es zu merken?
Gut, hier sieht man auch noch irgendwas. Also könnte es hier noch mehr weitergehen, aber viel gibt es hier eigentlich nicht mehr. Wie wär's denn jetzt mit einer zünftigen Prügelei? Hm? Und ich bin froh, wenn wir für Minsk ein besseres Schwert haben. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Bei Keldons Schwert, das ist top. Fragt nur, nun gut. Was braucht ihr? Dieser steht in Sack und Wag wurde schon vor langer Zeit mit Stein versiegelt. Ein Dolch, ein paar andere Sachen und das war's hier drin schon. Ah, okay. Da haben wir das ja ziemlich schnell gelöst. Stab der Furcht, den brauchen wir auch nicht unbedingt. Dolch plus 1. Reflektierendes Ebenbild. Erzeugt der Magier ein Ebenbild von sich selbst, das all seine Aktionen duplizieren und sich mit ihm bewegt. Falls ihr die Magier angreifen wollen, könnt ihr wissen, welche der beiden Gestalten der echte Magier ist. Ja. Klingt jetzt nicht so sonderlich interessant. Was immer ihr wünscht. So wie es aussieht, ist hier oben nichts. Das ist einfach bloß Grafikfehler. Weil es sieht hier auch alles jetzt abgeschlossen aus. Ich habe auch keine geheime Tür oder so entdeckt hier, in der es noch weitergehen könnte. Deswegen gehen wir hier raus. Baldur's Gate 2 war halt sehr weitläufig, deswegen wenn ihr es wollt, kann ich mich auch nicht mehr an alle Details erinnern, wo welche Geheimtüren genau waren, außer halt die wichtigen. Also gerade die Lichtgeheimtüren, an die konnte ich mich noch ganz gut erinnern. Natürlich. Lolt sei gepriesen. Ihr kommt zurück und mit euch die Klinge des Bösen, die so viel erschlagen hat. Wie es aussieht, habt ihr sie sogar zerbrochen. Meine Dankbarkeit ist euer, es wird die Sippe der Achtbeinigen nie wieder plagen. Hier, ich kann euch nur wenig geben, aber vielleicht findet ihr es nützlich. Nehmt es und geht, unser Geschäft ist damit beendet. Und damit verschwindet sie. Ich habe das Schwert Spinnenfluch Peina gebracht. Ich hoffe, dass sie recht hat und dass die Rückkehr des Schwertes von Vorteil für die Bürger von Adkatla ist. Ja, was haben wir gekriegt? Schwarze Spinnenstatue. Besondere Fähigkeit beschwört einmal täglich eine Jagdspinne für 5 Minuten. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Klingt nach was weitläufermäßig und deswegen hebt Minsk das mal auf. Ein Stab, der sieht aus wie ein Spinnensack. Er zieht fest, bis es Rettungswurf gelungen ist. Reichweite 60 Fuß. Gebiet des Effekt besonders benutzbar von Zauberern. Ah, du bist so eine Art von Stab, also. Eigentlich ein Stab des Spinnennetzes, wenn man es schlecht sagen möchte. Und die hat ihre ganzen Opfer hier mitgenommen. Euer Wunsch ist mein Begehr. Gut, das heißt, wir können uns noch hier hinten umschauen. Jo, ein paar Schwertspinnen totschlagen. Wehrt euch! Ihr kriegt keine zweite Chance!
Ja, Waldschrate sind saugefährlich. So gesehen hätten wir viel früher hierher kommen können, aber... Uff. Ich hatte da einfach keinen Drang dazu. Ja, keine große Herausforderung. Ihr müsst eure Gruppe erst... Nun gut. Gut, wir sind hier oben. Gehen wir mal hier aus dem Bezirk raus. Der Weg ist ja zum Glück nicht so weit. Und zum Brückenviertel. Denn jetzt bleiben uns nur wirklich nur noch, bevor wir die Hauptquest machen, bevor ich die Hauptquest machen will, sagen wir es so. Wir könnten schon längst wieder mit der Hauptquest weiter fortfahren. Bleiben uns nur noch zwei Sachen, nämlich einmal die Valiga Cortala Quest, also die Sphäre in den Slums. Und die Sphäre, planetare Ebenenquest des, der Theatergruppe. Also das heißt, uns mit einem Cambion prügeln. Dem dritten in unserer Laufbahn. Jedenfalls, was jetzt playmäßig angeht. Der erste haben wir in Dullags Turm getötet, den zweiten haben wir in Irenikos Dungeon getötet. Ja. Dort, wo Menschen sich versammeln, entsteht immer ein wildes Durcheinander. Hier haben wir niemanden mehr, mit dem wir wirklich reden müssten. Keine große Herausforderung. Ja, und das Portal ist noch offen. Wir können uns hier hinten noch schnell auf den Schminktischen umsehen. Ob da noch was Interessantes liegt, wie eine Halskette. Die brauchen das Zeug ja eh nicht mehr. Unsichtbarer Pirscher. Befindet sich bereits im Zauberbuch und der Behälter ist voll. Fragt nur. Was ist hier hinten noch? Ach so, die. Oh. Dieser Lagerraum enthält zahlreiche Requisiten und andere Hilfsmittel, die man im Theater einsetzt. Ja. Okay, noch mehr. Könnte ich jetzt vielleicht mal was Anständiges zu metzeln? Ich warte. Sachen. Gut, da habe ich jetzt kurz mich noch hier umgeguckt. Das heißt, wir können speichern und in der nächsten Aufnahmesession dann da reinhüpfen. So, Minsk ist jetzt ziemlich voll. Yoshimos Edelsteinbeutel ist auch schon recht voll mittlerweile. Ja. Wir haben viel zu viele Heiltränke. Also gut, Spiel speichern. Unter LP 32 dann. LP 032. Und dann gibt es hier einen Cut. Bis gleich.